mein Kind. Rüstungsklasse Rettungswürfe. Euer Rettungswurfwert, eure Rettungswurfwerte sind ein wenig wie eure ETW-0-Werte. Sie geben die Zahl an, die ihr mindestens erreichen müsst, um die schlimmen Auswirkungen von Zaubern und anderen Effekten zu verhindern. Wie beim ETW-0 ist eine niedrigere Zahl besser. Ja, gut, danke. Hä? Da ist er. Firebird hat euch zu mir geschickt, nicht wahr? Sehr gut. Bringt ihm diesen Schriftrolle zurück, doch dann müsst ihr euch beeilen und mit Corion sprechen. Er erwartet euch auf die Stufe des Hauptgebäudes der Bibliothek. Ich versichere euch, es ist eine Angelegenheit von äußerster Dringlichkeit. Ja. Ich habe die Formel bei Titorin abgeholt. Damit sollte ich am besten zum Wirtshaus zurückkehren und sie Firebird wiedergeben. Ja, und dann sollte ich vielleicht nochmal Bolzen kaufen. Dass ich wenigstens 3 volle Stacks habe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, hi. Ist ganz schön schwer. Ah, ich bin froh zu sehen, dass das Alter euer Herz noch nicht gegenüber einem alten Mann wie mir verhärtet hat. Hier, erlaubt mir, einen kleinen Zauberspruch über euch auszusprechen. Er wird euch vor einem Bösen, das euch heute Nacht möglicherweise begegnen wird, schützen. Mein Hotel ist so sauber wie ein Elfenpopo. So, ich brauche noch ein paar Bolzen. 3 Stacks. So. Was sagt's Tagebuch? Deine Firebird war für meine Hilfe dankbar. Er hat mich mit einem Zauberspruch belegt und erklärt, dass dieser mich vor allem Bösen, das mir heute Nacht begegnen könnte, schützen wird. Ich weiß nicht, was hinter diesen Mauern ist, aber mir schwart, ich werde es früh genug herausfinden. Wie ihr wünscht. So, jetzt noch den Heiltrank zur Kuh. Also ja, ich bin mit Schutz vor dem Bösen. Oh, Effekte stehen jetzt hier separat. Auch nicht schlecht. So, hi Dreppchen. Womit kann ich dienen? Lasst uns fröhlich singen. Zusammen würden wir es weit bringen. Naja, wir beide zusammen würden vermutlich nie die Mauern der Kerzenburg von außen sehen, oder? Hm, gut, dass du keine von diesen Metallrüstungen trägst. Ich habe nämlich gehört, dass die Räuber da draußen einen für das Ding kurzhand umbringen. Ich hoffe ja nur, dass diese ganze Eisenkrise bald vorbeigeht. Tja, ich habe diesen Trank für Dreppins Kuh Nessa gefunden. Ich hoffe, es ist der richtige und nicht ein... Und nicht ein Trank des Feuerobst oder etwas ähnliches. Gut, das heißt, wir haben jetzt außer wichtige Ereignisse alles abgeschlossen. Ja, und ich würde sagen... Bevor wir mit Corion sprechen, also da ist eine Autospeicherung gewesen. Prolog Start ist auch eine Speicherung. Mache ich hier jetzt mal Let's Play Start. So. Du bist ja ein komischer Kauz. Lass Corion nicht warten. Okay, dann auf zu Corion. Ah, mein Kind. Bin ich froh, dass ich dich gefunden habe. Das ist wirklich sehr zermürbend. Ich weiß aber, du musst mir vertrauen. Es ist ausgesprochen wichtig, dass deine Besitztümer, dass du deine Besitztümer einpackst, dass wir Kerzenburg sofort verlassen können. Beeil dich, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Die Burg ist gut bewacht, doch nicht uneinnehmbar. Bitte, Vater, sag mir, wohin wir gehen. Nun, wo, das kann ich nicht, denn ich habe noch nicht endgültig entschieden. Gewiss ist nur, dass wir weitaus sicherer sein werden, wenn wir unterwegs sind. Die Wälder mögen uns etwas Schutz bieten, oder vielleicht würde die Stadt bei Lostor uns die Gelegenheit geben, inmitten der Menschenmassen unterzutauchen. Ich weiß nicht, wo wir letztendlich unterkommen werden, doch ich habe ein paar Freunde hier und da. Hm, ich muss noch darüber nachdenken. Was kann uns hier schon passieren? Kerzenburg ist über alle Maßen bewacht.
Kerzenburg ist in der Tat ein stattliches Hindernis, doch sie ist nicht uneinnehmbar. Gleichgültig wie dich das Netz ist, wenigstens eine Mücke findet immer ihren Weg. Nein, mein Kind, wir müssen so schnell wie möglich gehen zu unserer eigenen Sicherheit und zu der unserer Freunde. Was soll ich mit auf die Reise nehmen? Gib mir noch wenigstens einen kleinen Hinweis, was ich brauchen werde. Mein liebes Kind, du solltest besser wissen, welche Ausrüstung du dir zulegen musst. Ich habe dir gegeben, was ich entbehren kann, also mach dich auf den Weg zum Wirtshaus und sprich mit Windrop. Orientiere dich dabei an deinen Fähigkeiten und kauf die Grundausrüstung, die du brauchst. Doch gebe dein Geld weise aus, deine Preise sind fair, aber du hast möglicherweise nicht genügend Gold, um alles zu kaufen, was du gerne hättest. Ja, ich bin bereit, wir können jetzt sofort aufbrechen. Hör gut zu. Sollten wir uns irgendwann mal verlieren, dann geh schnurstracks zur Schenke freundlicher Arm. Dort sind Khalid und Yahira, alte Freunde von mir, denen du vertrauen kannst. Die werde ich aber dieses Mal nicht mitnehmen. Ach, der Typ heilt uns dieses Mal, sonst war es immer Gorion. Mein Kind, die Nacht bricht herein und wir müssen schleunigst eine Herberge finden. Keine Sorge, sobald wir mehr Zeit haben, werde ich dir alles erklären. Oh, und unser Böses. Unser Schuss für den Bösen ist. Das stimmt hier nicht. Wir sind in einen Hinterhalt geraten. Sei auf alles gefasst. Du bist sehr scharfsinnig für einen alten Mann. Du weißt, warum ich hier bin. Hände hoch. Und solltest du Widerstand leisten, hast du dein Leben vergeudet. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, ich würde eure Freundlichkeit nicht durchschauen. Geht zur Seite und euren Lakaien wird nichts geschehen. Es tut mir leid, dass du so denkst, alter Mann. Ja, da haut Gorion jetzt gerade alles Mögliche raus. Und da ist er hinüber. Wie immer. Morgen ist heute ganz besonders grausam. Beim Erwachen wird euch bewusst, dass alles nicht nur ein schrecklicher Traum gewesen ist. Ihr seid in einen Hinterhalt geraten und musstet zusehen, wie Gorion vor euren Augen ermordet wurde. Nicht einmal seine mächtige Magie konnte den Angriff aufhalten. Ihr seid zwar auf seinen Wunsch hin geflohen, aber das ändert nichts an dem Gefühl der Hilflosigkeit, das ihr jetzt empfindet. Übergebt uns euer Mündel, hatte der bewaffnete Dämon gesagt. Er hatte es auf euch und euch allein abgesehen. Aber warum? Wenn euch Gorion doch nur irgendeinen Hinweis gegeben hätte. Doch nun seid ihr ganz allein auf euch gestellt. Kerzenburg ist zwar in der Nähe, aber man wird euch dort nicht einlassen. Die Gelehrten schützen ihre Ruhe mit äußerst strengen Einlassvorschriften. Und ohne Gorion habt ihr keine Chance, eingelassen zu werden. Mit eurer spärlichen Ausrüstung werdet ihr allein nicht lange überleben. Vielleicht werden euch die Freunde helfen, von denen Gorion gesprochen hat. Die Freunde im freundlichen Arm. Ja. Hey, ich bin's, Imoen. Toll, ich komme, ich kreuze wiederzusehen. Ich zoome mal ein bisschen weiter ran, weil man sieht wenig, ist mir gerade so aufgefallen. Ja, den Tagebucheintrag kennen wir. Tut mir leid, dass ich dir gefolgt bin, aber ich komme ja nie aus Kerzenburg raus. Und die Mönche sind wirklich sterbenslangweilig. Geld in der Tasche haben sie auch nie. Ich habe Gorion gesehen und es tut mir wahnsinnig leid. Hab mir schon gedacht, dass euch da draußen was Schlimmes passieren könnte. Ja, wie kannst du das wissen? Gorion hat es nicht einmal mir erzählt. Ich habe keine Lust von dir während der Reise über die Schulter gucken zu lassen. Beweg deinen Hintern wieder zurück zur Burg, bevor Windrop feststellt, dass du weg bist. Nehmen wir die Eins. Zufällig habe ich neulich einen Brief auf seinem Schreibtisch gelesen. Kann mich nicht so recht erinnern, was genau drin stand, aber vielleicht trägt er ihn noch. Vielleicht ist er noch bei Gorions Leichnam zu finden. Also auf jeden Fall lasse ich dich hier nicht allein rumwandern. Freunde lässt man nicht im Stich. Auf gar keinen Fall. Ich bleib bei dir, bis du es dir anders überlegst. Jawohl. Ja, da überlege ich noch, ob ich Imoen behalten werde, also im Team. Und mal gucken. Wichtige Ereignisse.
Ja, das kennen wir. Und das kennen wir auch so. Nach Gurions Tod muss ich nur auf eigene Faust fortfahren. Meine erste Anlaufstelle sollte das Gasthaus zum freundlichen Arm im Norden sein. Makorion warten dort seine früheren Reisegefährten Khalid und Yahira auf mich. Mhm. Ich habe noch einen Heiltrank, okay. Imoen hat auch drei, ein Speedöl und einen magischen Geschossstab. Ja? Also. Hier ist so ziemlich alles betretbar. Wie ihr wünscht. Also werden wir uns erstmal diese Map hier ansehen. Und vor allem alles, was hier oben rumliegt, mal einsacken. Das Hauptproblem ist, wir können nicht viel schleppen. Also eben wollen vorerst mal das Ding geben. Was ist das für ein Gürtel? Gut, den können wir nicht identifizieren. Brief. Mein lieber Freund Gurion, bitte entschuldigt die Abruptheit dieses Briefes, aber es gibt noch viel zu tun und es bleibt nicht viel Zeit. Was wir schon lange gefürchtet haben, könnte bald eintreten, wenn auch nicht so, wie es vorhergesagt wurde und ganz bestimmt nicht im richtigen Zeitrahmen. Wie wir beide wissen, hat sich die Vorhersage dieser Ereignisse in letzter Zeit als immer schwieriger erwiesen und man muss immer mehr dem Zufall vertrauen. Wir haben für eure Schützlinge alles getan, was in unserer Macht stand. Doch nun ist die Zeit für uns gekommen, Abstand zu nehmen und alles seinen Gang gehen zu lassen. Wir sind bisher vielleicht ein wenig zu beschützend gewesen. Trotz meines Gewünsches, in dieser Angelegenheit neutral zu bleiben, könnte ich die Dinge nicht mit gutem Gewissen ihrem Lauf nehmen lassen, ohne immerhin eine Warnung auszusprechen. Die Gegenseite wird sehr bald handeln und ich bitte euch dringend, Kerzenburg nach Möglichkeit noch in dieser Nacht zu verlassen. Die Dunkelheit mag zwar gleichermaßen bedrohlich erscheinen, doch es ist viel schwieriger, ein Ziel zu treffen, das sich bewegt, auch wenn nicht viel Deckung vorhanden ist. Zu diesem Zeitpunkt bleibt uns lediglich die Wahl, die sich bietende Gelegenheit beim Schopfe zu packen. Wenn etwas schieflaufen sollte, könnt ihr die unterwegs ruhig Reisende um Hilfe bitten. Ich brauche euch ja nicht daran zu erinnern, dass in diesem Land selbst abgesehen von unseren gegenwärtigen Sorgen genügend Gefahren auf einen lauern und eine Gruppe ist immer stärker als einer allein. Wenn ihr noch weitere Hilfe benötigt, habe ich gehört, dass sich Yahira und Khalid zurzeit im freundlichen Arm aufhalten. Sie wissen zwar nur wenig von dem, was sich zugetragen hat, doch sie sind stets eure Freunde gewesen und werden euch zweifellos gerne helfen. Das Glück möge auf unserer Seite sein. Ich werde langsam zu alt für sowas. E-Punkt. Notiz kopieren, dann können wir sie irgendwann verkaufen. So, ich gehe jetzt mal geradeaus hoch und dann gehen wir die ganze Map so im Zickzack ab. Oder erstmal am Rand und dann von oben nach unten. Also bis wir den Bereich hier aufgedeckt haben und dann blicken wir den Bereich hier auf. Imoen sucht nach Fallen und Illusionen. Okay, das macht sie automatisch. Worum geht es diesmal? Ja, wie ihr wünscht. Okay, hier sind Klippen. Was wir auf jeden Fall aus dem Weg gehen sollten, sind Bären. Bis jetzt noch keinerlei Gegner. Na,
Naja, wir befinden uns noch ziemlich nah an Kerzenburg eigentlich. Gut. Mein Lebenssaft verrinnt. Das ist nicht gut. Und ja, ich wollte eigentlich keine Wo kommt der Bär auf einmal her? So, ich bin tot.